Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiet TV. Heute mit allen aus dem Team PietSmiet. Woo! Aber wow, ohne Andi. Mega! Aber leider ohne Andi. Oh, schade. Ja, Andi ist heute leider egal. Nicht da. Egal. No. Aber egal, wir haben trotzdem herausgefunden, also Christian hat wahnsinnig gut recherchiert, was das eigentliche Rezept ist. Aber von Anfang an. Du hättest Reporter werden sollen, ey. Heute bei PietSmiet kocht, wir haben wieder kein Rezept, sondern nur Zutaten. Andi ist normalerweise bei den Racks dabei, heute nicht. Wo er uns dann immer am Ende sagt, das war das eigentliche Rezept, hurra! Aber das haben wir jetzt selber herausfinden können. Aber wir schauen uns das mal an. Das wurde noch vor unserem Urlaub aufgenommen. Mich würde sehr interessieren, also hier steht schon, irgendwann wird der Tag kommen, an dem Sepp aus Sicherheitsgründen kein PietSmiet kocht mehr mitmacht. Bin ich mal gespannt. Wow. Moment, da waren doch gar keine Zwiebeln dabei. Ja, ich war doch, da war doch alles ungefährlich. Ich habe mich gestern beim Zwiebeln schneiden geschnitten. Oh. What? Also nicht beim Zwiebeln schneiden, sondern ich habe einfach so ein bisschen was gemacht und ich habe den Fehler gemacht, dass das Messer halt so daneben lag, weißt du? Und dann bin ich einfach nur leicht dagegen gekommen. Und aber Instant-Schnitt. Instant-Schnitt im kleinen Finger. Und ja, wir sollten wir sollten ein Auge neben Jays Kühlschrank werfen. Ah. Der Gerüchte besagen, dass neben Jays Kühlschrank mehr Lebensmittel als in ganz Gießen steht. Stimmt, das war Top-Comment. Ne, aber das war doch die letzten Wochen auch schon so. Da denkst du dir so, wie kann Jay was nicht haben? Da ist doch alles. Ja. Okay. Gucken wir mal, was. Wir haben immer noch nicht mit dem Video angefangen. Wir fangen jetzt mal mit dem Video an. Ja, go. Moin, moin, ihr geilen Schnick. Achso, ich soll jetzt wirklich dir eine Hose holen. Willst du nicht nackig sein? Was? Reicht dir diese Hose? Nein. Was möchtest du? Ich war jetzt nur für meine Chillerhose. Ich hab bitte gesagt. Du musst nicht, kannst du rennen. Was geht ab, ihr geilen Schnick? Hashtag netter Jay. Finde ich nett, dass du ihr die Hose holst. Ja, sonst Stress. Ich wollte jetzt Nerven sagen, aber sonst stresst sie mich die ganze Zeit. Ja. Man sieht ja schon, wer die Hose angezogen bekommt. Ja, echt, ey. Ich finde das viel angenehmer, wenn sie nackt wäre. Ich liebe diesen Blick übrigens gerade. Das sieht irgendwie so nach innerer Genugtuung aus, auch wenn er bei mir gerade so ein leeren Herz zeigt, aber ich weiß, welchen Gesichtsausdruck du meinst. Ja. Achso, wait. Ja, jetzt habe ich es ein bisschen kaputt gemacht. Holy shit, wie alt ist diese Person? Vielleicht hat er nochmal einen letzten Blick ohne Hose gewagt. Also. Alter. Ja, stimmt. Und dann wie viele Falten habe ich in die Sicht? Kannst du rennen? Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Willkommen zurück zu einer Folge PietSmiet kocht und heute ohne Rezept. Wir haben einfach nur die Zutaten von Andi per Mail geschickt bekommen und müssen daraus irgendwas ich mit Schürze. Die Moni hat geschrieben. War das jetzt davor auch alles? Jay ohne Schürze. Oh. Warum hast du neu gestartet? Ich hab nicht neu gestartet, nee. Du hattest drauf. Wow, denkt die Leute gleich wieder. Ah! Jay mit Schürze! Ich nehme alles zurück! Jay hat auch nur drauf gewartet. Ich hab quasi immer dieses Stativ. Und die Schürze hängt immer an dem Stativ dran, dass ich halt nutze dafür, damit ich es nicht vergessen kann. Das steht da ist. Ah, das steht da immer. Ja, nee, das steht nicht da immer. Das steht halt, das pack ich dann da hin. Das steht immer da. Nee. Aber die Schürze hängt immer. Die ist quasi gemeinsam verstaut Schrauben. Mit dem Stativ. Nee, für die Private Points wird das dann einfach nach rechts gedreht. Genau. Eine Sache müssen wir aber an Andi noch fragen, denn ich finde den Vorschlag nicht so schlecht. Wäre es vielleicht eine Idee, dass bei solchen Folgen Moni nebenbei das richtige Rezept kocht? Das finde ich auch eine gute Idee, aber ich glaube, da haben wir mit Andi schon mal drüber gesprochen und ich glaube, da hat er nicht so viel Lust drauf. Ich glaube auch nicht. Ja, da will auch keiner sehen, wie was Vernünftiges gekocht wird. Das ist ja auch langweilig. Wir wollen ihn ja auch nicht durch sozialen Druck dahin drängen. Alternativ kann man gucken, ob man irgendwelche Gäste nimmt, die halt Moni sind. Ja, ich habe tatsächlich schon eine Anfrage gekriegt, die könnten wir das nächste Mal vielleicht nutzen. Von Kein Stress Kochen, super cooler österreichischer Kochkanal. Kein Stress Kochen, also das Gegenteil zu uns, cool. Ist dadurch nicht auch Koch? Ja, dadurch ist auch Koch. Kann man auch mal fragen. Ja, stimmt. Ja. Wen sollen wir noch fragen? Mori. Mori ist auch super. Stimmt. Ja. Oh Gott, ja. Schreibt es uns in die Kommentare. Okay, gehen wir mal wieder zurück und wir haben schon 33 Sekunden geschafft, Leute. Ich hab nicht neu gestartet. Nee, ich war alles drauf. Wow, denkt die Leute gleich wieder asozial. Bist du ja auch. Aber sonst kannst du ja auch nicht mit mir zusammen sein. So, hier, geilen PietSmiet-Merch. Könnt ihr kaufen bei PietSmiet.de/shop. Jay trägt Baggy. Beichten. Es tut mir sehr leid. Ich habe mehrfach gesündigt. Wir kommen heute nach Zutaten, ja? Filoteig, Rucola, Chicorée. Ich habe noch nie Chicorée gegessen. Chicorée? Ist nicht so geil, Chicorée.
Wie heißt denn der, fällt mir gerade noch ein, wie heißt denn der Typ, der immer hier die dreifach, vierfach Portionen bei Galileo mal gegessen Jumbo. Hat? Jumbo! Ja, ah, ja. Nee, den können wir auch fragen, weil der ist auf Social Media, habe ich mal gesehen, der ist ziemlich grantig auf Social Media. Maximum toxic ist der auf Social Media. Uns ist der bestimmt, das Ding ist mir zu groß, spring von der Brücke! Der ist echt heftig. Ja, auf viele Arten. Rucola, Chicorée. Ich habe noch nie Chicorée gegessen. Wie Frühlingszwiebeln? Fencheltee wird auch. Du hast Spaß damit, Andi, uns zu ärgern mit dem Fencheltee oder mit Teesorten, ne? Wir brauchen ein Ei, Bergkäse, saure Sahne, eine Zwiebel und Olivenöl. 0,5 Esslöffel Dill. Ich war tatsächlich heute im Rewe Center und da gab's keinen Dill. Du hast nicht erlaubt. Hast du auch bei Tiefkühl geguckt? Was? Oh. Wichtige Hintergrundinfos. Heute im Rewe Center und da gab's keinen Dill. Du hast nicht danach geguckt, hast du. Doch. Wait, da wurde aber was rausgeschnitten, Jonathan. Kannst du uns mehr Informationen zu dem Gespräch geben? Immer Zutaten. Okay. Die Frage ist, ob das jetzt bleiben sollte, so die Info, dass ich natürlich nicht nachgeguckt hätte, oder sollte man die Wahrheit kennen? Die Wahrheit interessiert keinen. Aber die Wahrheit hat sie doch genannt, oder nicht? Ja, ja. Ich habe natürlich nicht nachgeguckt. Genau. Aber hast du denn mal bei Tiefkühl geguckt? Weil da gibt es häufig auch so Kräuter quasi. Ja. Nee. Also ja. Ich man kann ja auch trockenen Dill quasi holen. Ja, ja, ne? Aber das finde ich nicht so geil wie Tiefkühl. Ja, also weil Tiefkühl so. Sind die dann noch so ein bisschen, da sind die noch mehr frisch. Ich hatte halt frischen das, gesucht und da ja, war halt. Ja, das verstehe ich, nicht. Das ist auch der Best Case. Der Vorteil bei so Tiefkühlsachen ist halt, bei Dill, weißt du, zum Beispiel, da benutzt du ja nie den ganzen Dill. Ja. Und dann hast du mal so die Hälfte rumliegen. Bei Tiefkühl haust du halt einfach wieder einen Tiefkühler und wenn du halt in einem halben Jahr nochmal brauchst, genau. Dann kannst du halt benutzen. Ist halt echt so, ja. Ich hab bei Dill aber auch das Gefühl, dass 0,5 Esslöffel nichts bringen. Also es schmeckt das nicht. Also auf die Menge. Ja, ja, man schmeckt das halt auch nicht. Also von daher ist es halt auch echt aber egal. Aber es ist eine Nuance. Ja. Okay. Mach mich ruhig fertig. Zum einen habe ich halt schon damit abgeschlossen. Okay, was hat Sepp denn jetzt ja, alles nicht? Ja, nein, ich habe gesündigt. Ja, mach mich ruhig fertig. Zum einen habe ich kein Chicorée bekommen, deshalb habe ich heute Eisbergsalat. Dann habe ich... Er ist geschmacklich zumindest ein ziemlich großer Unterschied. Es gab kein Chicorée beim Rewe. Also, ja, ist belastend. Chicorée ist ja zu braten eigentlich gar nicht so schlecht, aber Eisbergsalat ja, in die Pfanne werfen. Das würde ich jetzt nicht so in die Pfanne hauen. Ja, nee. Stimmt. Ich habe eine weitere dumme Sache gemacht. Ich habe mich verlesen. Ich habe nur Sahne gelesen in diesem tollen Rezept und habe Schlagsahne gekauft. Schlagsahne ist aber überhaupt nicht saure Sahne. Ey, einfach zwei Tage draußen stehen bei dem Wetter. Das kann ich voll und ganz verstehen. In den meisten Rezepten steht manchmal, also ich weiß nicht, ob es hier auch so war, aber im letzten dann auch wieder, steht einfach nur Sahne. Ja. Und ich frage mich dann auch jedes Mal, Alter, Schlagsahne oder saure Sahne? So, schreibt also, wenn da nur Sahne steht, gehe ich immer davon aus, dass das süße Sahne ist. Ja. Ja. Das ist auch das, was man am meisten verwendet in irgendwelchen Rezepten. Also saure Sahne ist echt selten eigentlich. Aber du punchst jetzt mit Sour Cream. Sour Cream habe ich noch gefunden. Jetzt kommt nämlich das Beste. Ich habe gefragt. Hör mal, liebe Frau, haben wir eigentlich Fencheltee? Und da hat die gesagt, ja klar, sicher haben wir Fencheltee. Da brauchen wir nämlich nur einen halben Beutel von. Und diesen ganzen Teeklamauser haben wir exakt eine Tüte. Wow, reicht doch. Reicht ja. Das ist eine verdammt gute Frage, oder? Als erstes setze ich mal heißes Wasser auf, damit ich mit dem Tee auch was regeln kann. Und die erste Idee, die mir kam, machen wir raus. Aber mach was anderes. Wieso haben wir eigentlich schon wieder einen Beutel Tee? Das ist doch eigentlich, also ich weiß nicht, wer kocht denn mit Teebeuteln immer? Was macht man damit? Piccola Pasticceria. Oder das den gleichen Gast, ja. Da brauche ich ja schon fast eine Taskforce. Ja, bitte? Was ja, das ist der erste Teil der Taskforce. Team Zwiebel hört sich immer nach Braten, Dünsten oder glasig werden lassen. Ist ja alles das Gleiche. Was mache ich denn mit einem Ei? Ich habe doch schon Teig. Wir haben Filoteig und da habe ich häufig immer ein Ei gehabt, um das zu bestreichen. Ich habe mich von Bildern inspirieren lassen, habe mir schon festgelegt, was ich heute machen werde. Ich werde so Knallbonbons machen,
Ja, ich nehme quasi so eine Auflaufform, pack da so Tassen über die Knallbonbons in meiner Saure-Sahne-Gemüsemischung, bestreich diese Ecken mit Ei und beriesel den Innenbereich mit Käse. Ja, das klingt super. Ich habe jetzt zum ersten Mal tatsächlich Filoteig geholt. Weiter? Ich hab diesmal endlich mal Filoteig geholt. Als wir den letzten Mal benutzt haben, habe ich ja hier normalen Blätterteig. Ja. Ja, Blätterteig. Der ist echt dünn. Also, ja. Der Filoteig war, glaube ich, noch ein bisschen dicker als dieser andere, den wir für die Baklava-Dingens hatten. Das war Filoteig. Ja, das ist Filoteig. Ah, okay. Ich dachte, das wäre nochmal eine Unterart. Nee, auf dem Ding steht nämlich irgendwie in mehreren Sprachen dann irgendwie so Filoteig, Baklava-Teig und keine Ahnung was drauf. Ah. Ich mit Käse. Ja, das klingt smart, glaube ich. Mann, aus eine Pizza Calzone. Ich probiere zumindest. Peter, oh, ich hab mal endlich mit Filoteig! Da war das. Da war mega. Zutaten. Da hat Peter einen Flammkuchen gemacht. Macht dort jetzt einfach nach. Alter, wenn das jetzt so ein Superheldenfilm wäre, dann wäre jetzt der Moment, wo diese epische Musik einsetzt. Ich hab sie gefunden. Mein Kochteam. Ich bin jetzt auch hier wieder komplett out of my comfort zone. Also muss man auch wieder sagen. Ja, ich habe halt alles so unterteilt, weißt du, du hattest halt Sachen, die in die Pfanne kommen, Sachen, die erst im Ofen passieren, Sachen, die halt oben drüber kommen. Ja. Habe ich so aufgeteilt. Das war smart. Ich bin jetzt auch hier wieder komplett out of my comfort zone. Also muss man auch wieder sagen, was ist das für ein Gericht? Wieder irgendein Filoteig-Scheiß. Filoteig haben wir einmal benutzt für Baklava. Ah, jetzt ist so ein dann so viele gesunde Sachen, richtig. Da sehe ich mich auch nicht so wirklich. Peter ist so negativ eingestellt irgendwie. Ja, was aber man muss wirklich sagen, von den einzelnen Zutaten, die wir dann verarbeiten sollten, fand ich die Hälfte halt nicht so geil. Ich mag Chicorée nicht besonders und Tee finde ich sowieso abstoßend und Dill ist kein geiles Kräuterding. Also nicht so geil. Jetzt nochmal machen. Uff. Was wollte ich nochmal machen? Flammkuchen, meine Fresse. Auf einer Kräuterwiese liegen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen, ist herrlich entspannt wie eine Tasse Teekanne Fenchel. Warum war ich eigentlich in Urlaub? Okay, aber Kannst du sparen. Ja, ich denke dir einfach so eine Tasse Fencheltee. Ja, du musst einfach mal eine Tasse Fencheltee trinken. Also auch billiger. Vielleicht wirst du damit auch braun und kriegst keinen Sonnenbrand. Gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie man den macht. Schneid das Beinchen ab. Da nehmen wir jetzt alle das Ei. Dann wird das hier quasi so eingerieben. So, dann belegen wir das Ganze. Ich dachte, das ist wenn das viel zu viel ist für den Boden. Ich muss ja 125 Gramm benutzen. Ach, da macht sich Zukunftschris Gedanken drüber. Ach du Schande, ist das dünn. Wieso können wir denn noch nicht einfach Blätterteig nehmen? Das muss ja einen Grund haben, warum wir so dünne Lagen haben. Egal. Also den Cola finde ich. Wow. Zusammenfassung der Situation. So läuft das. Kann man super schlecht warm machen, deswegen gibt's den danach einfach dazu. Der ist das Bett, auf dem der Rest gelegt wird. Wir schwitzen jetzt wirklich mal ein paar Zwiebeln an, oder? Warum nicht? Nee, machen wir nicht, weil ihr seid dafür, dass ich nicht hier auf meinem Herd koche. Also arbeite auch. Wir arbeiten komplett ohne Herd, total umweltbewusst, nur mit Ofen. So kann mir auch kein Malheur passieren, dass irgendwie ich irgendwo was hinlege, was nicht wohin darf. Tee kochen, ein bisschen Wasser mal rein. Dann gucken wir mal, wie das ist. Fencheltee. Das ist ja auch eine seltsame Sache. Oh, das riecht voll geil. Also Fenchelbonbons sind mega lecker. Seltsame Sache. Fenchelbonbons sind super lecker. Ich finde, das riecht so widerlich, Fencheltee. Fenchelbonbons, wo kriegt man die denn? Das ist nicht mein Geschmack. Häufig. Wir haben ein Rezept, wo wir dann, da machst du so Ofengemüse, da kommen so Fenchelstücke. Also wenn du so einen ganzen Fenchel kaufst, dann schneidest du den in so kleine Stücke und dann kommen die mit da rein. Schmeckt voll lecker. So, dann haben wir einen halben Chicory. Alter, ich bin voll genial, weil das funktioniert. Mal eine geile Zwiebel rein. Alter, das wird schon richtig geil. Sieht schon wieder fast aus wie neu. Ja, merkt euch den Satz. Ein bisschen Teelöffel noch, kann ich umtauschen. Geil, gut. Mal Chicory auch waschen. Sieht ja komisch aus. Chicorée auch nicht mein Lieblingsgemüse, so ein wegen der Bitterkeit. Ja. Und dementsprechend weiß ich auch nicht besonders gut, wie man das zubereitet, wenn ich ganz ehrlich bin. Ein bisschen Dill. Auch nicht mein Lieblingsgewürz. Dill? Wisst ihr mal, womit Dill schmeckt? Kennt ihr diese gelben Lachs?
Lachsößchen, die manchmal ja, Frühstück zum Dill Lachs drin gibt. Da finde ich, mag ich Dill, bevorzuge trotzdem diese scharfe Scheiße. Meerrettich. Kleine Side-Story am Rande. Wir hatten so die Katze gerade hier den Fussel da gefressen. Schicke Locke. Wir hatten die Tage den Fall, dass Sammy ein Haar von meiner Frau irgendwo verschluckt hat. Ne? Passiert ja mal. Ne? Und dann aber auf Klo war, dann abkackiert hat und der Faden halt in der Wurst drin war. Aber der war in der Wurst und in Sammy noch drin. Und dann ging das nicht ab. Und Sammy ist dann rumgelaufen mit... Geil, mit zum Anhänger. Quasi. Das war ein bisschen scheiße. Das war ganz schön kacke, ey. Verwandelten Lämmer signifikant kleinere Hoden. Was für kleinere Hoden? Warum sind Lämmer, haben Lämmere kleinere Hoden? Die haben für die Riesenhoden immer. Da finden wir Rucola, da tun wir nachher oben drauf. Chico habe ich drin, Bunzwinseln, ein Beutel Fencheltee. Ja, genau. Ich bin ganz ehrlich, bei dem Fencheltee bin ich jetzt wie beim letzten Mal davon ausgegangen, dass das halt so ein Ding ist, wo man das Ding aufmacht und dann den Inhalt benutzt, um den quasi zu benutzen. Ja, da hat Andi uns ja schon mal mit quasi hinters Licht geführt, wo ich mal so einen geilen Tee gemacht habe. Ja, ich glaube, ich weiß, was Bram meint. Ja, 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 das habe ich auch gemacht. Also den Inhalt des Beutels quasi zu benutzen, ohne Tee zu kochen. Ja. Das heißt, eine Schere, damit du das quasi gewürzt mit Fenchel. Das wird mega. Kann man saure Sahne kann man auch steif schlagen. Nee, im Moment etwa Schlagsahne. Ach, probier doch mit saurer Sahne. No! Oui. Da ist ein Schälchen drin. Was habe ich jetzt damit vor? Schlagen. Je mehr ich darüber nachdenke, desto schlechter wird die Idee. Aber... Was passiert? Also jetzt bin ich echt gespannt. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Saure Sahne mit Ei schlagen. Was jetzt passiert da? Saure Sahne ist so wie Quarkgefühl. Es müsste eigentlich nur Matsche werden, oder? Guck mal. Ja. Jetzt ist auch zu spät. Sehr gespannt, ob das schmeckt. Meine Freundin kommt mit sehr viel Hunger nach Hause. Übrigens hat beim vorletzten Mal, bei Jace Gyros, hat sie echt verkackt aufzunehmen. Deswegen frage ich immer nach. Da war meine Bewertung nicht drauf. Das kann ich ehrlich gesagt, was man von Dill benutzen kann. Ich habe jetzt einfach mal angenommen, es ist dieses Zeug, was man benutzen kann. Shit, Alter, ich habe keine Ahnung von Dill. Wie ist das? Benutzt man das oder benutzt man die ganzen Stängel? Keine Ahnung, dass man das benutzt. Gar nicht. Nicht die Stängel. Okay. Oh, den Rucola sollten wir, glaube ich, noch mal kurz waschen. Alter. Aber der ist doch immer schon wasch. Der ist doch schon verzehrsfertig immer. Ich glaube, da steht steht immer drauf, bitte vorher einmal waschen, weil die möchten nicht dafür haften, dass wenn du da was von kriegst und die was verkackt haben, dass du dann die verklagst, glaube ich. Das hilft mit dir ein bisschen waschen. Nee, das hilft mit dem Text. Das ist wie mit Textilien, die du in den USA kaufst. Da steht auch drin, die darfst du nur tragen, wenn die einmal gewaschen hast, damit, wenn irgendwer mal Ausschlag kriegt, nicht direkt Millionen fordern kann. Also eigentlich ist der gewaschen und eigentlich könntest du den auch verzehren, aber ich habe ihn nochmal gewaschen. Ich würde ihn auch. Der sah auch irgendwie nicht so wirklich sauber aus bei mir. Einpacken. Jo. Aber Alter. Ist dir auch scheißegal, oder? Guck mal, was da rechts drin ist, ey. Da, guck mal. Nächste Pizza mit Koch machen wir aus Jays Schrank. Also, pass auf, ich erklär's euch mal kurz, ja? Pass auf. Nudeln, also, oben ist sehr viel Nudeln und Reis und so ein Zeug. Und da ist noch der Sushi-Reis von damals drin, weil ich den Schmutz halt nicht mehr benutzt habe. Dann habe ich da noch mein ganz rechts quasi das Stärkemehl oder die Speisestärke. Im zweiten Fach von oben sind quasi ein paar Utensilien, so Maiskolbenstecher und so und Knoblauch. Mhm. Danach kommen, weiß ich nicht, unten danach kommen. Das sieht aus wie. Also, das ist halt so Zucker. Nee, das ist nicht Gewürze. Das ist, keine Ahnung, irgendein Zeug von. Frau Eieruhr. Zum Backen oder sowas. Dann. Haben wir noch Auflaufform. Unten ist ganz viel Tee und Uncle Ben's, das ich mir irgendwann geholt habe, das da auch schon seit Jahren drin liegt, glaube ich. Und irgendwann rennt's halt, weg. Naja, kein Platz, so da sind Zwiebeln und das, was ich halt in nächster Zeit zum Kochen Milch, verwenden wollte, Rotkohl. Das wäre doch dann. Sollen wir dir mal so einen Stehschrank schenken, der da hinpasst, der genauso breit ist, nur viel höher? Ich wollte auch gerade sagen, da passt der ja mega, mehr hin. Da komme ich ja nachher nicht mehr oben dran. Ja, nee, der ist jetzt keine 6 Meter hoch. Aber du bist doch groß. Warte mal, das ist halt. Aber wenn der so hoch ist wie links aktuell. Das ist doch. Also ich hab da jetzt nicht so ein Problem mit, dass das da so ist. Mich stört. Okay, dann wenn du wirklich bist, ist alles dann cool. Dann sei dann, ne?
Wusstest du, dass Andi am liebsten diese Szene schneidet, wenn ich mich nach vorne beuge und hinten meine Unterhose mal sieht? Also wenn du nächstes Mal irgendwie eine lustige Unterwäsche oder sowas mal siehst, kannst du sie gerne kaufen. Wie wär's, wenn du deine Hose einfach hochziehst? Bergkäse sonst 100 Gramm. Da habe ich mich jetzt für so einen Ziegenkäse entschieden. Ich hoffe, das wird so gewollt. What? Ja, fast Bergkäse. Etwa, ja. Wait, wie, Moment. Ziegenkäse ist... Ja, Ziegen essen bestimmt auch am Berg mal. Ich habe keine Ahnung genau, was Bergkäse ist, weil ich habe bei Wikipedia geguckt. Da steht einfach nur, Bergkäse ist Käse, der im Gebirge hergestellt wird. Ja, aber... es gibt Käse, der heißt Bergkäse, so genau. Wie Gouda. Weißt du? Ah, der okay. Heißt auch einfach nur Bergkäse. Also, das ist nicht irgendwie versteckt hinter Ziegenkäse vom Berg. In der Regel kannst du auch einfach Schweizer Käse kaufen. Der ist auch generell Bergkäse, weil Schweiz. Da ist überall Berg, ne? Ja, ja. Stimmt. Also, das geht auch. Da habe ich mich jetzt für so einen Ziegenkäse entschieden. Ich hoffe, dass das so gewollt war. Ja, ja, ja. Das sieht auch lecker aus. Der heutige Anspruch ist, Essen soll nicht zum Kotzen sein. Warte mal, das kommt ja noch in den Ofen. Die Frühlingszwiebeln kommen einfach nur da drauf. Du kommst damit in die Suppe. Okay. So, wir haben Gesellschaft. Oh oh. Ah, ah. Wusstest du, was bestimmt ist? Du hattest schon Abendessen. Ich hab das Gefühl, je älter du wirst, desto verfressener wirst du. Ich wollte eigentlich sagen, so wie ich, aber... Ja, ich war jetzt Kind schon verfressen. Gibt's noch einen Schuss? Heiß, 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 heiß. Oi. Ich hab das wieder vergessen, dass man ja einfach den Inhalt nehmen könnte, sondern ich hab fucking Tee gemacht. Ja, aber du musst ja aber du direkt musst matschig, Flüssigkeit, ne? Als Grundlage. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Ihr habt den Bergkäse völlig vergessen. Den wollte ich doch, ich hab für den Bergkäse eine richtig gute Idee. Also wenn ihr mal Ideen klauen wollt, kennt ihr so Käsefüllungen oder so Käsekerne? So wie bei, keine Ahnung, Cordon Bleu oder so. Und ich will gerne wie so ein Käsestäbchen machen, ein bisschen dicker machen, sodass du nachher, wenn du reinbeißt in dieses Bonbon, hast du innen drin so einen Käsekern. Oh. So wie bei Mozzarella-Sticks quasi. Ja, genau, so wie bei Mozzarella-Sticks. Oh, gut, und? Mozzarella. Wir werden es sehen. Ist bei einem Cordon Bleu nicht sowieso Käse da drin? Ja, genau, das meint er ja. Also so gefüllt mit Käse, meinst du eigentlich? Dass du so eine feste, also so eine dicke Schicht Käse hast und nicht so Pulver einfach oder so kleine Stücke oder so, die du sowieso nicht so richtig wahrnimmst. Ja, das jetzt den ganzen Scheiß mal an, oder? Fangen wir an mit ein bisschen Olivenöl. Ja. Ich liebe das wahrscheinlich einfach. Kannst du mal ganz kurz zurückspulen, 10 Sekunden? Was? Okay, das heißt, was? Was? Ja, was macht ihr denn da? Okay, dann wir das nochmal bitte. Ja, dann muss der erstmal warm werden. Okay, warte mal, ich soll 10 Sekunden zurückspulen. Ja. Braten wir jetzt den ganzen Scheiß. Wenn jetzt sofort der Cut kommt. Fangen wir an. Warum wackelt denn die Kamera so? Die wackelt, weil ich wahrscheinlich da dran. Also, ne, das Stativ steht halt direkt vorm Herd sozusagen. Ah, okay, du bist einfach nur gegengekommen. Okay, ich dachte erst, das wäre bildtechnisch wäre irgendwas. Ist ja in so einer Ecke quasi. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass man gegen das Stativ kommen könnte. Ich dachte einfach nur, weil das hatte. Erdbeben. Wieso wackelt denn das Bild? Factor Thief. Ich liebe mich wahrscheinlich einfach schon als Maul. Alter, jetzt hätte ich doch fast die ganze Zwiebel verloren. Geil! Das war der Bergkäse. Sie wollte unbedingt ein Stück Bergkäse haben. Nee, das passt nicht. Das kommt da so rein. Ja. Passt ja, ne? Nicht, dass das hier nicht ich in Sepp mache. Also vorheizen, genau. Nee, nicht damit. Machen wir irgendwie mal nicht den Sepp, wa? So. Wow. Schön. Das hat sich sehr gut durchgesetzt. Aber Peter hat fast die falsche Schicht. Das ist nicht ganz so viel. Oder schmeckt denn der eigentlich? Weg ist es lecker. Ja. Oh. Oh. Und das ist der milde? Boah, das war schon viel Käse. Okay. Das wird schon so stimmen. Ich nehme jetzt so saure Sahne. Da teilen wir quasi so ein bisschen so die Das ist mega. Salatbasis. Jetzt würde ich glaube ich Frühlingszwiebeln machen. Einen guten Löffel Sauerkraut. Nice. Auf ich habe jetzt einen fetten Flatschen da. Und dann den Rucola. Scheiße, ich muss ja noch diesen, das ist jetzt ein Teebeutel Bonbon verarbeiten. Ja, ne? Das als Gewürz. Ich frage mich nicht, also, ob da das so zu drüber ist, weil der Teig reißt. Ja, sehen wir alles gleich. Ja. Nein. Und jetzt kommen noch Zwiebeln. Und jetzt zum krönenden Abschluss, weil es halt so geil ist natürlich, kommt noch Dill hinzu. Also der Kräuter der Provence. Ja, den riecht man.
Rucola. So, jetzt nehmen wir die Sahne, packen davon einen schönen Schuss rein. Das ist quasi jetzt die Füllung von dem Filoteig-Zeugs. Okay, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Was habe ich vergessen? Habe ich was vergessen? Nee. Ja. Könnte sogar echt lecker schmecken. Vielleicht, gucken wir mal. Ja, das ölen wir jetzt hier ein bisschen ein. Nehmen die längste Ladung. Oh, shit. Auf eingeölt. Welche Lagen machst du denn? Also, du würdest. Also, ich habe tatsächlich jede Lage eingeölt, so wie bei dem Baklava damals. Oh, da haben wir diese Lage haben wir da nicht Ei dazwischen gemacht? Alter. Nee, da haben wir Butter dazwischen gemacht. Ah ja, ah, Butter war es. Ja, stimmt. Stimmt. Füllung tun, aber dann benutzt du vom Eier zum Einpinseln oder das Eigelb, Baklava oder? Auch geschmeckt. Also, das ganze Einpinseln. Mir ist das dir egal, du machst das schon. Ich nehme jetzt einen Wein. Das war aber nicht besonders liebevoll getibbelt. Liebe Grüße übrigens. Dankeschön. Von welcher der beiden? Ich habe letztes Mal beim Friseur die Friseurin verwechselt. War sehr unangenehm. Das riecht eigentlich ganz geil, muss What? Ich sagen. Ja, Chicorée. Ja, die haben halt Masken getragen, sind beide klein und blond. Und wie beim One-Night-Stand so. Und dann Peter hat die, hatte mit der einen was und mit der anderen, ach ja. Na, Uschi. Die kloppen sich bei ich dir dann rum oder was, dass sie immer die Haare schneiden dürfen? Nee, oder? Nicht wirklich. Aber ich dachte, ich kam halt dahin und sie fragte so, yo, wie möchtest du es haben? Ich so, ja, wie beim letzten Mal. Und sie schon so, hä? Und dann haben wir noch so ein bisschen erzählt und irgendwann ist mir klar geworden, warte mal, das ist nicht die, mit der ich mich letztes Mal unterhalten habe. Du hast ja gar keine drei Kinder. Die hatte ich noch nie. War ein bisschen unangenehm. Okay, krass, wie dickflüssig das wird. Ja, ein bisschen, also so Mühlwasser oder so muss da schon rein. Entschuldigung, was hast du gesagt? Maskenrassismus. Ja. Würde ich das nennen. Ja, beide blond, Maske würde ich auch drauf, nennen. Sehen alle gleich aus. Krass, wie dickflüssig das wird. Ja, ein bisschen, also so ein Mühlwasser oder so muss da schon rein. Der Fencheltee. Mit der, irgendwie quasi jetzt hier so umgeknickt. Oh oh. Das nehmen wir mit Ei ein. Das war nicht so smart. Hola. Den Filoteig einpinseln an der Klebestelle. Scheiße, es reißt erstmal ein. Nice. Okay, die Sour Cream hat es komplett matschig gemacht. So ein Twist, zack, und fertig ist es. Das sieht fast so aus wie auf der Verpackung. Dann halt hier drauf, ölen die. Ich dachte, ich hätte es kaputt gemacht. Ölen. So, wir nehmen jetzt einfach mal zwei Lagen von dem Zeug. So. Und dann machen wir wieder eine Lage von dem Filoteig drüber. Das ist Lasagne? Eigentlich gar nicht mal so scheiße. Aber nee. Schmecken wird es wahrscheinlich nicht. Ich habe versucht, Börek zu machen, glaube ich. Was machst du da eigentlich? Oder? Heißt das Börek? Ja. Gleich gibt's Essen. Ja, wobei, du hast eine Aufnahme verkackt, Hanni. Ja, weißt du noch, als ich die Bewertung abgeben wollte für Jace Gyros und dann hast du die Aufnahme aufgemacht, ausgemacht, du hast sie danach nicht mehr angemacht. Den hab ich aber. Aber sie ist Und nicht hast da. Du den gelöscht? Ich hab den nicht gelöscht. So, nicht so viel zu viel dran rumdoktern, weil der Teig ist irgendwie sehr dünn. Ja, jetzt haben wir noch die Frühlingszwiebeln und den Rucola und dann kommt noch ein bisschen Käse oben drauf und dann kommt der gerade im Ofen. Ja. Das hört man, ne? Mach das bitte aus. Das wäre cool. Oh Scheiße, jetzt habe ich sie eingerissen. Machst du das bitte nicht, das sieht man. Und dann rollen wir das in Wurst. Direkt Piss. Ja. Mal einen richtigen Oschi-Form. Da kommt jetzt noch das Ei rauf. Und dann kommt der Spaß in den Ofen. Ein bisschen aus wie ein Riesen-Croissant. Ja. Wobei ich tatsächlich nur das Ei gelb genommen habe, weil man das, glaube ich, bei Blätterteig so macht. Ja. Und nicht Würde das ich auch Ei weiß. Sagen. Aber dann müsst ihr das ja wegtun, da habe ich auch. Ich habe auch beides. Ja, du ist ja egal. Es ist ja nur gesagt, dass man Teil des der Zutaten ja, ja. nutzen soll. Ja, ja. Okay. Ein halbes Ei, nur das Gelbe. Ja, ja, ist das halt war, das war meine ja, Argumentation ja. vorhin so, dass ich das nicht mit dem Eigelb eingerieben habe, weil ich meinte, ich muss ja das ganze Ei benutzen. Und genau. Nee, musst du ja Eigelb. Nicht. Okay. Man soll nur einen signifikant hohen Wert davon nutzen. Ja, das ist immer die Regel. Ja, ist richtig. Peter da ja auch kommt der Spaß in den Ofen. Ja, der Käse kann er noch rausreißen. Ich würde mal sagen, wir werden sehen. Das kommt jetzt. Eine halbe Stunde. Für das kommt jetzt benutzt. Für 20 Minuten mal in den Ofen und dann gucken wir mal, wie weit es liegt. Okay, das Einzige, was ich jetzt halt noch habe, ist wie gesagt, die schwangere Frau zu Hause. Ja. Da kriege ich jetzt Lebensmittelvergiftung von. Oh, schöner Zeitraffer. Das sieht doch gar nicht so kacke aus.
Ja, du konntest da auch die ganze Zeit, also wenn du das langsam abspielst, siehst du, wie der Hund die ganze Zeit in der Küche rumrennt. Aber wir haben beide den Shot gemacht. Ja. So kacke aus. Wait, ist das ohne Form? Sieht aus wie, kann man essen. Ja. Nee, das nicht das? Nee, die das sieht aus wie Brot mit Käse drüber. Das stimmt, drüber. Ja. Aber es hat eigentlich, stimmt. Eigentlich sieht das voll geil aus. Moment, ist da noch die Schale drum? Nee, die ist da oben. Lol. Das ist, also so von der Form her und so hat dann alles ganz gut funktioniert. Cool. Und wie hat das geschmeckt? Das sehen wir gleich. Ja. Ey, das ist doch das Meckes-Foto. Sieht innerlich gar nicht danach so scheiße aus. Da fehlt jetzt wahrscheinlich der Dill. Ja, so sind meine kleinen Bonbons geworden. Ja. Ja. Da sieht man noch so den Käsestrang. Wow. Alles ist sehr dünn, aber normalerweise soll das ja ein Flammkuchen auch sein. Das sieht aber auch gut aus. Half. Naja. Das schmeckt richtig scheiße. Nein, weiß nicht weswegen. Das schmeckt echt scheiße. Nein. McDonald's? Aber wieso auch so? Oh nein! McDonald's? Ich glaube, Hanni hatte an dem Tag Bock auf McDonald's. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, du hattest gar keine Wahl, Peter, egal was du gekocht hättest. Ja. Die hat sich, glaube ich, richtig gefreut, dass es mir nicht geschmeckt hat. Oh nein! McDonald's. Aber der Twist ist, sie hat tatsächlich ihren Teller komplett aufgegessen. Also sie hat die Hälfte weggesnackt. Und danach noch McDonald's. Oh. Ist gut gewürzt tatsächlich. Aber es schmeckt halt, das ist halt irgendwie, ja, ist halt okay. Das mit dem Käse ist geil. Ich finde, das schmeckt sogar wirklich gut. Du möchtest richtiges Abendessen. Das schmeckt das nicht. Schlecht schmeckt das nicht. Kann ich nachvollziehen. Pommes! Das gut, aber auch nicht. Pizza. Oh, what the fuck? Ein bisschen öde. Aber ist okay, kann man essen. Ich gebe eine 5,5 von 10. Lecker. Dir schmeckt's? Mhm. Tja, Cheeseburger nur für mich heute. Das ist belastend, weil ich hatte jetzt, wo ich dazu gesehen habe, dachte ich kurz, geil. Könnte doch cool werden, weil ich finde, das sieht gut aus. Ich gebe dem Ganzen 2 von 10. Werden die Zutaten rausgesucht? Ah, nee. Ich bin sehr gespannt darauf, was ihr alle. Ja, sie hat ja auch schon das ein oder andere Gericht mitbekommen, ne? Geil! Also, weiß ich jetzt mega gut. Mega gut, der die Spitze, cool. Ey. Aber Andi hat es halt geschnitten und hat es trotzdem reingeschnitten. Ja, also Andi hat es auch mitbekommen. Ja, ja. Ich glaube, das ist aus dem Zusammen. Vielleicht ist da was bei, wo ich denke, oh shit, hätte ich das so gemacht, hätte mir das vielleicht schmecken können. Aber ich persönlich gebe dem halt eine 5 von 10. Frau Eero, möchtest du noch probieren? Nein. Okay. Ich würde mal so 6 von 10 Seppius geben. Hättest danach gegessen und fand das also sogar lecker. Wenn Sepp 6 von 10 gibt, dann ist das... 3. Genau, 3. Ja. Okay, der hat sich geklärt. Also wir treffen uns bei 4,5. Vielleicht eine 6 von 10, Christians. Das war Pizza wie kocht. Heute mal meine wieder Frau ohne 8 Rezept. Von 10 gegeben. Oh. Sehr gut. Voll aufgesnackt, fand er mega lecker. Ich habe das auch komplett aufgesnackt. Sogar von Nina auch noch so. Und sie hatte Pizza. Na gut. Und mit Monis Zutaten. Verlinkt uns auf Social Media, wenn ihr das nachkochen wollt. Vielleicht auch in anderer Form. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Und nicht vergessen, ab und zu auch mit der Zunge den Anus passieren. Was? Bis dann, ich liebe da komm ich gar nicht dran. What the fuck? Warum fällt nichts mehr ein? Mir fällt mir ein. Rim ist doch eine normale Technik. Oh, also. Warum musst du. Okay. Also, du packst doch. Das war wirklich nur, wir haben Salat und Blätterteig in diesem Rezept gehabt. Das kann halt nicht geil sein. Ja, genau. Also, so weit davon weg waren wir auch nicht. Was wir eigentlich hätten machen sollen, war Salatkuchen. Also. Schick mal Link rein. Moment. Ich muss das trotzdem erklären. Ja, dann kann ich den auch kurz zeigen. Salatkuchen? Also, im Endeffekt, die Zwiebeln, Frühlingszwiebeln und Chicorée werden halt. Kommen in eine Pfanne. Das haben wir ein paar gemacht. Und Sahne, Eier, Käse und Dill und so kommen halt in eine Schüssel mit Fenchel. Und dann kommt das alles auf den Blätterteig in der Quiche oder Springform, Ofen, fertig. Das sieht ein bisschen aus wie bei Christian. Ja. Warum kriegen wir denn Rezepte, die nur 4 Sterne bei 4 Bewertungen haben? Ja, also ganz ehrlich, wenn ich mir das so angucke, das Originalrezept, dann würde ich jetzt mal sagen, das wird mir genauso schmecken wie das, was ich daraus gemacht habe wahrscheinlich. Ja, so weit weg waren wir da auch irgendwie gar nicht von. Ja. Naja, gut. Das war mal wieder ein React
hier auf Pete's Meat Kocht. Heute kommt eine neue Folge Pete's Meat Kocht, wo wir dann wieder ein einigermaßen vernünftiges Rezept hatten. Guckt euch das auf jeden Fall an. Kommt heute Abend auf dem Hauptkanal. Nächste Woche dann natürlich wieder unser Reactor drauf. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss.